Verdammt, und ich dachte, das geht hier genau auf. Naja. Würde ich so schöne Sitzbänke da am Rand machen. Da, wo der Cleanstone drin war, kann übrigens gern der Kaktus rein. So geht's auch. Ist doch ganz hübsch. Naja, nur zum Ausleuchten ist es halt nichts. Dafür könnte man ja die beiden nehmen, dorthin setzen. Zack, zack. So. Dann holen wir uns hier den Sand raus. Schauen wir mal, wie viel haben wir noch? Wie viel Sand haben wir schon? Den können wir nämlich dann auch schon wieder zusammen machen. Sandstein ist auch so richtig undankbar zu ernten. Ja, und den setze ich jetzt einfach erstmal dorthin. Da kann hier das ganze Zeug rein, was wir hier im laufenden Betrieb gerade nicht brauchen. Oder machen wir hier bis zur Ecke. Immer kleine Stückchen weiter. Na, wenn das mal alles grün hier wird. Dreck kann ich ja hier gleich lassen. Den muss ich nicht noch mal extra rausreißen und noch mal hinlegen. Ja, blöd. Ah, dann haben wir das Haus schon mal richtig soweit.
besten noch eine Reihe drumherum, aber dazu kommen wir dann später. Denn hier ist ja auch wieder bergig. Außerdem gibt es ja auch noch die andere Seite der Straße, die ja auch noch gemacht werden muss. Möp. Naja, aber eine Reihe könnte man ja machen, dann kann man hier zumindest auch mal rumgehen. Außerdem muss ich ja von hinten auch hier die Steine reinsetzen. Gott, hier ist sogar Kohle hinter. So. Die Kohle holen wir uns natürlich hier auch noch raus. Wenn wir schon mal hier buddeln. Ja. Dann haben wir da zumindest auch schon mal eine Reihe, wo das Grün wachsen kann. Ein paar Fackeln dran, kann nicht schaden. Schadet eigentlich nie. Und es ist arschdunkel. Da ist mein Bett. Dreck mehr, aber da habe ich da vorne eine schöne Wand gesehen. So. Na, jetzt ziehen wir auch gerade durch bis unten. Ist ja auch noch Dreck. Nehmen wir noch das hier mit. Sollten wir erstmal wieder gut gefüllt sein. So ist hier vielleicht. Oder bis da vorne, wo der Sand anfängt. Ja, aber ich glaube, der Haufen hier ist wirklich zu hoch, um ihn komplett abzubauen. Wenn der Sand hier weiter so fluffig rumliegt, werden wir ruckzuck die Mauer fertig haben. Und wir sind voll. Voll mit Sand. So habe ich's gerne.
so. Ah, man erkennt schon Unterschied zu heute Aufnahmestart und heute jetzt. Ich denke, wenn es in dem Tempo weitergeht, werden wir auch mit der Fläche hier schnell zurechtkommen. Ich hätte vielleicht das Museum etwas näher noch setzen können. Das wäre vielleicht noch etwas einfacher gewesen. So. Aber da steht's nun mal jetzt dort vorne. Und da bleibt er doch stehen. Jetzt haben wir, denke ich, eine schöne Linie hier hinter. Und die sollten wir dann vielleicht auch erstmal fortführen. Es ist jetzt hier vielleicht noch etwas bergig, aber das wird sich schnell abflachen. Und von der anderen Seite haben wir ja auch schon ein großes Stück beerdet. Das klingt immer so toll. Beerdet. Das klingt schon vornehm. Dafür, dass wir eigentlich nur Dreck verteilen. Jetzt machen wir hier zwischen erstmal fertig. So. Dann bis hier. Na guck mal, da hinten wächst ja schon gut das Grün. Keine Ahnung, ob wir jetzt zu weit sind. Wenn, macht auch nichts. Ups. Ah.
Das ist Sandstein, das ist Sandstein, da ist Sand, 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 wir haben wieder keinen Dreck. Da ist Sandstein, da ist Sand, Sandstein, Sand, Sand, Sand. Wir sollten wirklich mal den Sandstein bauen, verbauen, da hat sich nämlich einiges angesammelt. Und das werden wir dann jetzt auch tun, bevor wir dann die nächste Ladung Dreck holen und das Stück hier fertig machen. So, damit wir jetzt mit der nächsten Ebene nicht irgendwo anfangen, dann gehen wir bis zum Ende. Heben hier dann auch mal die Lücke an. Ja, ich denke, dieses Mal schaffen wir, die Mauer fertig zu kriegen. Und ja, dann können wir den Rest erstmal dann wieder komplett in Glas verwandeln. Ja, das Stück heute machen wir noch fertig. Und dann gucken wir mal wegen der zusätzlichen Ebene, die wir da reinkriegen wollten. Genau machen. Also sparen wir uns zumindest einen ganzen Haufen Abbauerei. Oh. Den hatte ich gar nicht gesehen. Oder brauchen wir doch noch ein bisschen? Aber wenn, dann wirklich auch nur noch ein bisschen. Man kann genau sehen, wo mal die Küste war. Na, guck mal. Fürs Erste reicht das. Jetzt heißt es erstmal wieder an Dreck kommen. Machen wir doch dort erstmal.
So, und da wir ja ordentlich sind, machen wir das Stück hier gleich ganz weg. Vielleicht noch drei Reihen davon weg, dass wir hier noch eine etwas breitere Fläche kriegen. Ja, stimmt, hier muss ja dann auch Gras hin. Stimmt. Ich weiß, wo wir ein bisschen Gras rauskriegen können. So. Dann haben wir erstmal eine schöne große Fläche, wo wir Kabel legen. Ist auch mal eine ganz gute Idee für einen Weg. Wo wir gerade eh davon so viel haben, bietet es sich einfach an.
Ist das eigentlich schon jetzt die komplette Fläche? Nee. Ein Stück fehlt noch. Ach, gibt's da nicht. Und F11. Habe ich gerade auf den falschen Server geklickt oder was war das? Es kommt davon, wenn man drei Sachen gleichzeitig macht. Was ich auf jeden Fall möchte, das ist von der Küste aus die drei Ebenen beibehalten. Das heißt, von der Küste wird man erst die Mauer aus Sandstein sehen, dann die zweite Mauer, wie auch immer sie aussehen wird, für das Ding hier hinterm Haus. Und dann die dritte Wabenmauer von dem Museumsbereich. Das wird, denke ich, von der Küste aus dann ganz gut aussehen. Und dahinter dann die ganzen Häuschen, die dann stehen werden auf den einzelnen Ebenen. So, schnell ins Bett.